Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollte ich mit euch mal meine Bremse auseinandernehmen. Einmal Bremsflüssigkeit tauschen, die Bremse sauber machen und die Bremsbeläge wechseln. Dafür brauchen wir erstmal diese Spritzen. Die sind hinterher für die Bremsflüssigkeit, damit wir das Ganze auch ordentlich entlüften können. Neue Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, ein T10er Torx-Schlüssel, ein 8er Maulschlüssel, ein 5er Imbus und ein Drehmomentschlüssel. Und weil ich die ganze Bremse auch noch sauber machen möchte, ja, so ein Vlies, damit wir das Ganze ordentlich reinigen können. Als erstes müssen wir die Schraube lösen, die die Bremsbeläge festhält. Dafür müssen wir den Splint lösen, der auf der anderen Seite ist. Der ist ziemlich klein, also gut wegpacken. Jetzt können wir die Schraube lösen. Am besten ist, den Splint wieder direkt auf die Schraube stecken. Dann können wir die Bremsbeläge rausholen. Wenn ihr die Bremsbeläge wieder einbauen wollt, dann würde ich mir irgendwie die Laufrichtung markieren. Und die auch in die Richtung wieder einbauen, weil die schon einmal eingeschliffen sind. Dann ist es nicht so gut, die andersrum einzulegen. So, da wir sowieso die Bremsflüssigkeit tauschen wollen, können wir eigentlich an dem Bremshebel schon mal die Entlüftungsschraube losschrauben. Die ist auch ziemlich klein, also gut wegpacken. Dann setzen wir die Spritze da an. Wenn wir die Spritze angesetzt haben, können wir schon mal so einen leichten Unterdruck aufbauen. Das mache ich jetzt, weil die Entlüftungsschraube von der Bremse, die sitzt sehr weiter unten. Und wenn wir jetzt da die Entlüftungsschraube lösen, dann läuft uns die ganze Bremsflüssigkeit direkt da raus. Deswegen ist das schon besser, hier so einen leichten Unterdruck. Dann können wir gleich die Entlüftungsschraube unten lösen und dann dürfte eigentlich wenigstens nicht allzu viel Bremsflüssigkeit direkt unten raussuppen. Jetzt können wir hier oben die Entlüftungsschraube lösen. Auch gut wegpacken, sehr klein und vorsichtig mit dem O-Ring, der da oben drauf sitzt. Und wie wir sehen, hat es geklappt. Hier kommt nicht die Bremsflüssigkeit direkt rausgeschossen. Dann können wir hier unten die zweite Spritze ansetzen. Das Set, das Entlüftungsset, was ich mir jetzt geholt habe, das packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Es gibt auch noch andere. Die sind ein bisschen günstiger. Kann ich alle mal unten in die Beschreibung reinpacken. So, jetzt ziehen wir einmal an der Spritze. So, wenn wir jetzt die Bremsflüssigkeit in der Spritze haben, können wir die wieder abnehmen. Dann können wir mit dem 8er Maulschlüssel den Bremsschlauch
abschrauben. Bei der ganzen Sauerei mit der Bremsflüssigkeit würde ich empfehlen, immer einen Lappen parat zu haben. Als nächstes können wir mit dem 5er Imbus die Bremse lösen. Hier muss man aufpassen, dass die Scheiben hier nicht direkt runterfallen, weil die da drunter gesteckt sind. Und wichtig ist, am besten in der Reihenfolge, wie sie draufgesteckt waren, wieder auf die Schraube zu stecken. Dann können wir schon die ganze Bremse entfernen. So, als nächstes nehmen wir den 5er Imbus. Lösen die Schraube. Dann haben wir schon die Bremse auseinander. Wichtig ist, damit das alles hinterher wieder richtig dicht ist, auf die O-Ringe hier aufpassen und alles schön sauber machen, damit die hinterher wieder richtig schön abdichten. Als nächstes machen wir die Bremsen ein bisschen sauber, vor allem die Kolben. Die kann man eigentlich auch da rausholen, dafür braucht man aber Druckluft, indem man in die Löcher hier reinpustet, und dann sollen die Kolben eigentlich da rauskommen. Ich habe jetzt aber keine Druckluft, deswegen mache ich das mal lieber nicht. Bloß nicht mit der Zange versuchen rauszuziehen, weil wenn da einmal eine Macke drauf ist, dann ist das sehr schlecht. Dann kann es euch passieren, dass die Bremsflüssigkeit am Kolben rauskommt. Als nächstes drücken wir die Kolben wieder rein. Immer gerade drücken. Dasselbe machen wir mit der anderen Seite auch. Dann können wir die Bremse schon wieder zusammenschrauben. Als nächstes können wir dann die Bremsbeläge, die neuen, reinmachen. Als nächstes machen wir ein bisschen Bremsflüssigkeit in die eine Spritze rein. Machen den Clipper zu. Was sehr schwer geht. Und die andere, die zweite Spritze, die machen wir 3/4 voll. Und machen auch wieder den Clipper zu. Die Spritze mit weniger Flüssigkeit, die machen wir unten dran. Bevor wir die Spritze oben dran machen, setzen wir den Hebel ganz zurück. Und dann können wir die fast volle Spritze oben anschrauben. Wenn die Spritzen fest sind, können wir den Clipper hier lösen. Unten auch. Und dann können wir die Bremsflüssigkeit in die Leitung spritzen. Wichtig ist nur, so lange spritzen, bis noch Flüssigkeit in der Spritze ist, also keine Luft in das System kommt. Dann machen wir den Clipper wieder zu. Dann können wir die untere Spritze abmachen. Schrauben die Schraube wieder drauf. Immer zwischendurch abtupfen, dann machen wir die obere Spritze nochmal ab.
und mache noch mal neue Bremsflüssigkeit rein. Mache den Clipper noch mal auf. Jetzt mit Drücken und Ziehen entlüften wir das ganze System. Man sieht, da kommt schon Luft rein. Da ist noch Luft drin gewesen. Und das wiederholen wir so lange, bis keine Luftbläschen mehr aus der Leitung kommen. Wenn keine Luftbläschen mehr aus der Leitung kommen, dann können wir den Clipper hier wieder zumachen. Und die Spurze, die können wir auch wieder abmachen. Dann schrauben wir die Schraube wieder rein. Putzen die Bremse ein bisschen sauber. Dann können wir schon einmal an dem Hebel ziehen. Einmal müsste es leicht gehen, ganz durchdrücken. Beim zweiten Mal geht es schon schwer. Das wiederholen wir auch ein paar Mal. Dann ist die Bremse schon wieder gefüllt. Jetzt müssen wir nur noch die beiden Befestigungsschrauben von der Bremse festziehen. Das müssen wir aber machen, während wir die Bremse betätigt haben. Das machen wir dann mit einem Drehmomentschlüssel. Wenn wir die beiden Schrauben festgezogen haben, dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann können wir einmal eine Probefahrt machen, um den Bremshebel wieder einzustellen. Als letztes fahre ich ein bisschen durch die Gegend. Bei normaler Geschwindigkeit bremse ich ein bisschen, um die Belege einzuschleifen. Weil auf dem Trail würde ich das vielleicht nicht machen, weil dann könnten die Belege zu heiß werden. Und dann könnte es passieren, dass die schnell ausglühen. Und dann muss man die ganze Chose nochmal von vorne machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.